Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play RimWorld. Ja, und da schlafen sie. Den Schlaf der Seligen. So, wir machen natürlich weiter an der Stelle. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie wir hier weiter verfahren können. Und ich habe überlegt, ich würde gerne das Ding hier mal stilllegen. Oder trockenlegen. Nicht stilllegen, aber trockenlegen. Das heißt, wir müssen hier mal gucken, dass wir hier Terraforming betreiben. Dass wir uns nach da ein bisschen weiter ausbreiten können. Und dann können wir den Garten nämlich ein bisschen weiter nach links verschieben. Und dann können wir hier vielleicht noch was Spezielles hinbauen. Wo ich noch nicht weiß, ob das so klappt, wie ich das möchte. Aber wo ich mir vorstellen könnte, dass das bestimmt cool aussieht. Und wo ich nicht weiß, ob das schon mal jemand gemacht hat. Aber erwartet nicht zu viel. Also es wird nicht zu krass sein, keine Sorge. Also es ist nur eine Kleinigkeit eigentlich, die ich vorhabe. Ja, müssen wir mal schauen. So. Erstmal müssen wir die Zeit ein bisschen schneller machen, denn es ist noch Nacht und Wolf ist hier immer noch am Durchdrehen. Ja, die letzte Folge hätte eigentlich gestern rauskommen sollen, am Samstag. Habe ich aber leider nicht gepackt. Heute ist bei mir Samstag und schöner Nachmittag gerade, die Sonne scheint draußen. Wir waren gerade noch draußen ein bisschen Kaffee trinken in der Sonne und ja. Jetzt nehme ich ganz gemütlich auf für euch, dass ihr dann am Sonntag zumindest wieder eine neue Folge hier habt. Vielleicht guckt ihr dir auch beim gemütlichen Kaffee. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So, wir werden schon mal ein bisschen Terraforming hier betreiben. Zumindest ein ganz kleines bisschen. Wobei wir das eigentlich gar nicht so genau abpassen müssen. Also diese Erde, die hier drunter liegt, flechtenbedeckte Erde, Laufgeschwindigkeit, Fruchtbarkeit 100%, ist halt dieselbe im Prinzip wie die, die wir sonst hinlegen würden, ist halt nur optisch ein bisschen anders. Also theoretisch spielt es keine Rolle, wenn wir das ein bisschen großzügiger machen, dass wir das nicht alles genau abpassen müssen hier. So, machen wir da mal ein bisschen, da, da und naja, hier auch noch. So, im Prinzip können wir hier kommen. Wir machen es gleich komplett. Wir können es ja. So. Das sollte erstmal reichen, um das zumindest ein bisschen nach links verschieben zu können. Vielleicht, na komm, lass das noch bis dorthin machen. So. Dann hier nochmal zu. Dazu. Nein, das nicht. Schade. Hier. Da. Da. Jetzt wirkt das dann bestimmt ganz schön abgeschnitten, aber wir gucken mal. Wir können ja vielleicht nochmal Dinge nacharbeiten. Kriegen wir auch schon irgendwie hin. Und was wir auch machen können, ist, dass wir hier ein bisschen Erde reinzimmern. Gut. Was wir halt auch gucken, in dem Zusammenhang zumindest mal, ein Dach bauen, ne, Dach abreißen, erweitern. Genau. Also falls möglich, dann bitte hier das Dach weg. Und da seht ihr schon, also hier bringt es gar nichts, Erde reinlegen zu lassen. Dort wird immer Dingens bleiben. Dort wird es immer überdacht bleiben. Sprich, so? Oder ging das doch? Nee. Also hier kann auch noch weg. Okay, dann hätten wir es ungefähr. Na gut. Dann lassen wir schauen. Das müssen wir jetzt eh erstmal ein bisschen vorbereiten. Ach, guck mal, hier müssen wir auch noch machen. Dass wir das hier auch noch zuschütten mit Erde. So. Und wenn wir das dann haben, dann können wir theoretisch halt hier die Mauer weiterziehen. Hier nach unten lang und dann nach da. Und dann haben wir unser Gebiet doch einiges erweitert, würde ich denken. Ja. Machen wir erstmal so. Gucken wir mal. Wie schaut es eigentlich hier aus? Blaue Kobra könnte sich nochmal hinlegen. Auf Kamba. 1,3 Jahre, was heißt denn die Zahl dort dahinter, 1,3 Jahre? Ist das jetzt schon 1,3 Jahre wieder her oder findet das dann in 1,3 Jahren wieder statt oder was ist das? So, lass mal gucken. Bedürfnisse. Will neurale Überladung, kein künstliches Körperteil, Sklavenkolonie, jawohl. Gefangener wurde versklavt, ja, da freuen sie sich. Die Christen halt, ne? So. Wie alt ist denn Kamba? Kamba ist 34. Hat er denn irgendwelche Gebrechen körperlicherseits? Ja, eine Lunge, die zerstört wurde. Bei Blau Cobra ist sonst aber nichts weiter. Wir können die halt durchaus nochmal dort reinschicken. Also mein Cobra ist gerade mal 25. Der muss jetzt nicht unbedingt so schnell verjüngt werden.
Es hängt halt auch immer ein bisschen davon ab, von denen ihren Jobs natürlich diese zu erledigen haben. Kammer ist, glaube ich, schon wichtiger. Der schneidert halt hier. Und solange wir da keinen Schneiderersatz haben, ja, kann man nicht allzu viel machen. Also kann man ihn halt nur in den Zeit mal wegschicken, wenn es halt notwendig ist, wirklich, bevor er dann schlechte Laune kriegt oder so. Lohnt es sich nochmal anzubauen? Wir haben September. Schwierige Frage. Hier wird was angebaut? Baumwollpflanze. Das ist nicht unbedingt notwendig. Warte mal. Baumwollpflanzen müssen wir jetzt nicht anbauen. Wenn, dann probiert nochmal mit den Kartoffeln, ob er das hinkriegt. Ach ja, und Heu. Ach, schade. Ja, im Moment haben wir Heu. Ja, wir müssen das halt also umplanen hier. Also zum Winter hin habe ich vor, oder ja, mal probieren halt, ob wir es schaffen. Aber wäre schon schön, wenn wir das im Winter schaffen würden, dass wir das hier ein bisschen erweitern können. In der kalten Jahreszeit. Wie gut ist Sarah denn eigentlich inzwischen bei Pflanzen? Ui, die ist schon gut. 16 Punkte hat sie von 20 maximalen. Sehr gut. So, guck mal hier, das wird auch langsam. Haben wir denn noch ein bisschen Kalkstein übrig? Da, Kalkstein 133, jetzt nicht die Menge. Aber wir sind hier schon kräftig am Einsammeln. Guck mal, das wird sogar gemacht. Ich frage mich gerade von wem, ehrlich gesagt. Was macht ihr? Ihr holt bestimmt hier die Kalksteinblöcke rein. Ja, das sieht gut aus. Aber wer verarbeitet die von euch? Ich habe keine Ahnung. Wieso liegt... Hawk schläft? Warte mal. Was läuft hier gerade schief? Wieso schläft Hawk? Hawk ist doch einer der Gäste, oder? Die letzte Folge ist schon wieder so lange her für mich. Wieso ist rennt Hawk? Also Hawk soll einer von uns sein? Habe ich irgendwas verpasst? Muss ich mir meine eigenen Folgen nochmal angucken? Aber Sklave ist es ja nicht. Sklave ist ja hier Valentina. Wo kommt denn Hawk? Ach, ja, mir fällt es wieder ein. Hawk ist die Zähmerin oder was auch immer das war hier. Genau. Die kam letzte Folge, glaube ich, dazu. Stimmt, da war was. Ja, oh, manchmal funktioniert das Gedächtnis doch noch. Okay, also Hawk braucht ein Bett. Und zwar ziemlich dringend. Weil sonst ist Hawk unzufrieden. Und das ist nicht gut. Ernsthaft? Übergeschnappt. Geht verwirrt umher. Jo, das sieht man. Okay, Leute, wir brauchen ein Bett für Hawk. Besser gesagt, wir können Gorilla eigentlich ein besseres Schlafzimmer verpassen. Wir hatten ja schon mal vorbereitet. Sprich, wir müssen hier einfach mal eine Kopie des Bettes bauen. Geh mal her. Wo stellen wir es hin? Wir können es erstmal dorthin stellen. Also umplanen können wir sonst ja immer noch. Das ist nicht das Thema. Wir könnten es natürlich auch hier mit dran stellen. Aber ich hätte, glaube ich, jetzt gern dort. Lass mal gucken. Also wir müssen ja irgendwie das Badezimmer auf jeden Fall noch planen. Und das Badezimmer sollte 2x3 Felder ungefähr mindestens sein. Vielleicht gern noch ein bisschen größer. Vielleicht so. Und dann so. Das wären 3x3 Felder, das ist schon ordentlich groß auf jeden Fall. Ja, das sollte auf jeden Fall lang. Also größer muss nicht sein. So, dann lass mal gucken. Strom müssen wir auf jeden Fall verlegen. Ach, da, guck mal, das haben wir schon. Waren wir fleißig. Ich fasse es ja nicht. Temperatur war nicht. Hygiene, ja, hier, genau. So, wir können natürlich aus Kalkstein machen. Ich glaube, daraus hat man es auch immer gemacht. Das Problem ist natürlich, wir haben hier noch nirgends eine Zuleitung gemacht. Lass mal da lang legen. So. Ja, komm. Wenn, dann machen wir hier mal einmal vollständig drumherum. So. Okay. Das kostet, glaube ich, wesentlich mehr Kalkstein, als wir gerade zur Verfügung haben. Aber notfalls sorgen wir schon dafür, dass da noch welches verarbeitet wird. Okay, so, Hawk. Können wir dir erstmal vorübergehend... Nee, bringt jetzt auch nichts mehr. Wir sorgen einfach dafür, dass er morgen direkt hier sein Zimmer bekommt.
Er wird erstmal vorübergehend hier einquartiert, bis das Zimmer fertig ist. Und sobald das Zimmer fertig ist, kriegt das Zimmer entweder Gorilla oder Sarah. Die haben ja höhere Erwartungen. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. So, Mike ist am Putzen. Warum ist denn Mike am Putzen? Hast du sonst nichts zu tun? Doch, Hufeisen spielen. Auch wichtig. So, ich will mal schauen. Könnte Hawk nicht auch Handwerk machen? Und wofür ist Hawk sonst gut? Also eigentlich ja für sonst nichts, oder? Das kann weg. Schmieden kann er wegnehmen. Bergbau muss nicht sein. Jagen, ja, kann er machen. Tierpflege kann er genauso machen. Das ist in Ordnung soweit. Hilfsarbeit natürlich auch. So, und dann wird er als nächstes Handwerk machen. Jawohl, und schon läuft das Ding. Sehr schön. Da macht das wenigstens einer hier bei uns. So, was fehlt denn eigentlich hier noch? Eigentlich müssen wir doch alles da haben, oder? Erfolgt bereits. Ah ja, sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Wer macht das denn? Ach ja. Da wurde das Zeug angeliefert. Es fehlen noch 6 Bauteile. 9 haben wir da und dann noch 250 Arbeitsschritte. Das sollte man hinkriegen. Wird hier sich noch drum gekümmert? Nein, jetzt gerade nicht mehr. Arthur, was machst du? Du willst das bauen. Ja, es ist okay. Es ist wichtig, aber das ist vielleicht ein bisschen wichtiger, denn das erhöht unsere Verteidigungschancen. Und von daher machen wir das doch einfach mal. Guck mal. Und da läuft das Ding schon. Sehr schön. So, jetzt haben wir zumindest auch einen Verteidigungsturm. Das ist praktisch, das ist wichtig. Und da erhöhen sich unsere Erfolgschancen bei einer Belagerung auf jeden Fall drastisch, würde ich sagen. Wobei bei einer Belagerung vielleicht nicht, aber beim direkten Angriff auf jeden Fall. Belagerung gibt es ja auch. Da bauen die hier irgendwo ihre Zelte auf und dann schießen die mit irgendwelchen Mörsern oder sowas. Ja, da bringt das Ganze natürlich nicht so viel. So, guck mal. Wir kriegen Kalkstein. Die Leute kümmern sich, dass das Kalkstein rankommt. Hawk kümmert sich, oder Gamma kümmert sich, okay. Dass das verarbeitet wird, das ist doch super. Wir können ja, warte mal, wenn wir jetzt 2 Leute haben, die das machen könnten, wir können einfach mal vorsorglich hier noch einen zweiten Tisch hinstellen. Wo das dann auch nochmal erlaubt sein wird. Und dann könnten die zu zweit das machen. Dann geht es doppelt so schnell. Ja, mach mal so. Gut, guck mal, hier haben sie schon mal angefangen. Schon mal was konstruiert. Es wurden einige Ressourcen verschwendet. Ja, das kommt vor. Das kommt in den besten Familien vor. Guck mal, das können wir hier abreißen auf jeden Fall. Das Ding können wir umstellen. Nicht Kopie bauen, sondern neu montieren. Und das bauen wir mal hier draußen hin. So. Dann sieht das schon mal ganz gut aus. Guck mal hier, das Spielezimmer sieht eigentlich auch schon relativ gut aus. Wir brauchen halt noch eine Heizung auf jeden Fall. Wie viel haben wir denn hier eigentlich? 1600, 2000. Wie war das denn? Wir produzieren was? Ich habe keine Ahnung. Hier, nee. Wir hatten noch, wo ist der denn? Mein Gott, ist das lange her. Hier. Eine Holztherme. Und die produziert, ja, wie viel denn nun? 1600 oder 2000? Ich denke 2000. Und 1600 davon werden verwendet. Alles andere würde jetzt keinen Sinn ergeben, dass die Balken hier so weit oben bleiben. Und von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass da noch Potenzial ist. Und wir bauen deswegen einfach mal hier eine Kopie davon rein. Dass wir den Raum natürlich auch mal beheizen. Haben wir denn eigentlich eine Heizung auch hier? Ich glaube noch nicht, oder? Der Flur ist, glaube ich, im Moment komplett unbeheizt bei uns. So sieht man es ein bisschen besser, aber nee, es sieht komplett so aus, als wenn dort keine Heizung drin steht. Ja gut, könnten wir natürlich verändern, aber dann bräuchte man vielleicht irgendwann mal nochmal eine zweite Holztherme. Wie schaut es denn eigentlich holzmäßig bei uns aus, wenn man schon mal von Holztherme spricht? 714, naja, geht noch, ist jetzt nicht die Menge an Holzvorrat, aber würde schon erstmal passen. Und mir fällt ein, wir brauchen auf jeden Fall mehr Granitsteine. Deswegen gucke ich gerade mal danach. Guck mal hier, haben wir Granitbrocken. Einige sogar. Würde ich mal einsammeln lassen.
Dann kann man nämlich die Mauern hier weiter basteln und hier brauchen wir es ja dann auch. Also das ist ja genauso. Okay. Ja, das geht alles voran. Ist das schön? Ist das schön? Tierkrankheit, Grippe, das ist nicht so schön. Das ist sogar ziemlich schlecht. Moment mal. Da kriegen wir nämlich ein Problem, dessen wir uns noch nicht angenommen haben. Wir haben keine Tierschlafplätze. Sprich, die liegen überall rum. Und ja, komm. Die liegen überall rum und ja, können dann dementsprechend ungünstig nur versorgt werden. So, unser Hausarzt ist doch eigentlich Sarah. Behandelt Muffalo. Jawohl, sie ist auf dem Weg. Sie kümmert sich. Guck mal, wurden sogar zwei auf einmal behandelt. Wolf macht mit. Sehr schön, so muss das sein. Alle müssen mit anpacken. So, okay. Damit müssten wir alle behandelt haben. Das heißt, es sieht eigentlich gut aus. So. Justin. Der hat ja auch eine interessante Kopfbedeckung hier an. Eine Maske. Ah ja. Schaut schon ein bisschen creepy aus, wie er Dingens beim Arbeiten beobachtet hat. So, guck mal, da wird sogar wieder Granit verarbeitet bei uns. Ist das nicht toll? Jawohl. So, was machen die Pflanzen? Wir haben 4. September. Draußen ist noch plus 12 Grad. Noch ziemlich angenehm, würde ich denken. Ja, im Moment müssen wir halt die ganzen Bauarbeiten erstmal ein bisschen abwarten. Hier wird fleißig gemacht zwar, aber perfekt ist es halt noch nicht. Also hier würde ich vor allem noch gern sowas machen wollen und dann nochmal sowas. Und vielleicht dann dazwischen, das war bei Meerbüden, glaube ich, diesen billigsten Boden, den es gab. Ich glaube, das war der hier. Ich glaube, den haben wir auch aus Kalkstein gebaut gehabt, dass wir den zumindest mal bis dorthin setzen. So. Ja, und da wird fleißig das Material rangekarrt und teilweise sogar schon gebaut. Ist das der richtige Boden? Ist das derselbe? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Na gut. Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Aber jetzt ist erstmal Schlafenszeit. Und guck mal, Hawk hat das gleich genutzt. Er hat sein Zimmer bezogen. Und hier muss auf jeden Fall noch eine Holztür rein. Wir brauchen die ganzen Teile hier. Kopie bauen bitte. Wie stellen wir es hin? So rum. Oh, wir haben kein Eisen mehr auf Lager. Sieht das richtig? Drei Eisen nur noch. Okay. Schade. Wir brauchen mehr Stahl. Ich weiß, hier ist Stahl drin, aber das ist halt immer so ein Umweg. Ach, guck mal hier. Da kommen wir günstiger ran. Lass mal abbauen. So. Da haben wir zumindest erstmal wieder ein bisschen Stahl. Guck mal, hier können wir sogar noch Maschinenreste rausholen, also hier Bauteile. Ja, also wir müssen das alles eigentlich in Auftrag geben. Im Moment haben wir noch nicht so viele Arbeiter. Wobei ich, wenn man die Batterie hier so sieht, na gut, aber fünf davon sind Gäste. Ist das schon nicht gerade wenig, glaube ich. So. Aber trotzdem. Was sein muss, das muss sein. Guck mal, wie viel wir hier rauskriegen. Das ist doch ein Träumchen ist das. Ein Träumchen. Mal, das wird auch hier. Hier haben sie auch fertig gebaut. Das sieht schön aus. Theoretisch können wir hier mal probieren. Ja, vielleicht erst, wenn die Tür hier drin ist, weiß ich noch nicht. Ne, da warten wir mal, bis die Tür hier fertig ist. Dass wir das dann noch mit rausreißen. Aber guck mal, das wird soweit. Okay, das können wir in Auftrag geben, das sollte passen. Ihr müsst das nicht überdachen eigentlich. Dach abreißen, erweitern. So, dort reißt doch mal bitte wieder das Dach ab. Das muss ja noch nicht sein. Reisen der Fraktion Bündnis der Altia kommen. Aber kein Händler dabei, oder? Nö. Sieht nicht so aus. Was läuft denn hier rum? Ah ja. Na gut. So, Leute. Wie weit sind sie?
Hier, das Dach ist wieder weggerissen. Das wurde noch nicht abgerissen. Was machen sie denn jetzt eigentlich? Wir brauchen ja nur mal nach Arthur gucken. Arthur entspannt im Wohnzimmer. Okay. Kamba baut fleißig ab mit Terry. Das ist super. Was macht Blaue Cobra so? Der trägt Stahl ins Lager. Das ist okay. Wolf nimmt entspanntes Bad. Und Gorilla ist hier am fleißig am Bauen. Okay. Na, ja, zumindest einer, der arbeitet. Hm. Ja. So mit der Zeit wird das alles. Ganz entspannt. Hier haben wir noch das Lager. Das können wir eigentlich auch wegreißen. Besser gesagt, wir können eigentlich mal eine Kopie davon bauen. Zone erweitern. Dann setzen wir hier die Kopie davon hin und das bitte einmal löschen. Und ich hoffe, das ist jetzt genauso eingestellt. Natürlich nicht. Okay. Ach, schade. Okay. Alles verbieten. Im Moment brauchen wir es ja eh nicht. Das ist dann eher was für den Winter. Wobei der Winter ja relativ schnell nahen dürfte. Ach, guck mal, wir haben auch keine Forschung mehr ausgewählt. Forschung. So, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, ob ich mir das angucken will, dieses Managing-Software. Ich bin da nicht so überzeugt davon. Neuraler Überlader. Das ist was Praktisches. Kostet halt unheimlich viel Material, auf jeden Fall. Würde ich trotzdem schon mal erforschen. Das schadet ja nicht. Ja, wir können eine mobile KI erforschen. Das wäre auch mal was. So, warte mal. Wir gucken trotzdem mal nach Wichtigkeit erstmal, bevor wir hier irgendwas machen. Harfe würde ich gerne schon mal haben. Das ist wichtig, um dann einen Thronsaal später mal bauen zu dürfen. Das können wir mal alles mit reinnehmen. Saunas, ja. Wir gucken uns das alles an. Röhrenfernseher. Das habe ich aus Versehen gescrollt hier, also verkleinert. So, wir wählen einfach mal alles aus, was hier ganz links ist. Mein Gott, gibt es viel zu erforschen hier. Okay, damit haben wir, glaube ich, erstmal 24 Forschungsaufträge erteilt. Das sollte reichen für eine Weile. Da ist Wolf ein bisschen beschäftigt. Sonst kann er, glaube ich, eh nicht viel machen, oder? Ja, Kunst kann er machen und ein bisschen hin und her tragen, glaube ich. Kann Wolf tragen? Nee, nicht mal das kann er. Okay, also er kann wirklich nur, ja, er könnte halt Kunst herstellen oder halt forschen. Die zwei Sachen kann er. Naja, gut. Dann ist er erstmal wieder beschäftigt. Zumindest ab dem nächsten Tag. Ah, guck mal hier, die Bioverformer-Kapseln sind fertig. Die nächsten zwei. Alterungsumkehr verlangt. Bei Wolf, bei Maria und Gorilla. Da würde ich fast sagen, Wolf kommt auf jeden Fall rein. Der darf. Da schickt man auch gleich mal rein. Auch wenn wir gerade forschen wollten, das kann er danach immer noch machen. Betritt und starte Alterungsumkehr, das hier. So, ich würde sagen, wir schicken erstmal nur einen rein. Wir müssen mal gucken beim nächsten Angriff, wie wir klarkommen, was der Autokanonenturm hier ausmacht und was nicht. Ich würde halt nicht zu viele zeitgleich schlafen legen wollen. Und sobald Wolf durch ist, dann können wir ja hier Dingens Gorilla, glaube ich, reinschicken. Maria ist zwar schon länger, also will das zwar schon länger haben, aber Gorilla ist der, der höhere Ansprüche hat. Und deswegen, ja, sollte man erstmal Gorilla quasi zufriedenstellen. Dass der nicht permanent durchtickt hier. So, guck mal. Hier werden ganze Seen zugeschüttet. Hm. Jawohl. Ach, guck mal, das Ding steht auch. Sehr schön. Dann können wir das ja im Prinzip einstellen, wie hier drüben. Aufgaben, Aufgabe hinzufügen. Beliebige Steinblöcke herstellen. Für immer auf jeden Fall. Und Radius nicht unbegrenzt, sondern ja, ungefähr so. Okay, und beliebiger Arbeiter. Das ist auch okay. Na gut. Dann könnte Hawk... Ach ja, Hawk macht schon. Okay, dann könnte Kamba, wenn er will und nicht gerade Bergbau bevorzugen würde, kann er dann auch mithelfen. Und dann können zwei auf einmal dort machen. Alter. So viel Eisen jetzt schon abgebaut. Aber auch zeitgleich mit weggetragen. Das ist ja eigentlich das Coole dran. Prügelei. Was... Eloge hat eine Prügelei mit Maria angefangen. Hör doch auf, unserer Maria auf die Fresse zu geben. Mein... Maria ist aber gut im Nahkampf, glaube ich. Eher nicht so.
kann trotzdem böse Folgen geben. Mal sehen, wer zuerst liegt. Ja, geht doch. Hätte er nicht machen sollen. Hätte er sich mal dreimal überlegen sollen, wa? So, Maria, kannst du den trotzdem netterweise retten, weil du bist ja nicht nachtragend und so. Und dann kann sich Sarah gleich auch mal seine annehmen. Jawohl. So, Leute, ich sehe aber gerade auf die Uhr. Wir haben es für die Folge schon geschafft. Ja, da haben wir die Folge einfach mal mit einer Prügelei beendet. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play RimWorld. Bis dahin. Ciao, ciao.